Hallo meine Lieben, heute leider ein Video mit einer relativ langweiligen Perspektive, aber ich dachte, ich mache mich jetzt nicht super fertig für dieses Video, was mir aber schon lange, lange Zeit auf dem Herzen liegt. Ich habe bunte Nägel im Übrigen, denn ich habe die Alessandro-Kollektion, also vier davon, mir mal drauf gepinselt im Laden. Sehr hübsche Nuancen. Es lag mir am Herzen, denn es gibt einen Anlass, den ich aber zum Ende des Videos nennen möchte. Aber ich finde, es ist auch ganz schön, mal so seine Düfte zu zeigen. Und ich hatte dann vor, ja, wo ich das Video nicht geschafft habe, eigentlich jetzt vor, das hier abzufotografieren, auf den Blog zu stellen. Aber das sind so ein paar Sachen, die ich gerne dazu sagen möchte. Und ich glaube, das wäre dann ein viel zu langer Post geworden. Und so, vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Spaß dran oder auch nicht. Ja, ihr seht hier so gut wie alle meine Düfte. Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Die Sache ist, erstens sind sie steinalt, also ich habe mir schon ewig kein neues Parfüm gekauft. Zweitens ist es einfach so, es gab einmal so einen Break in meiner Duftliebhaberei. Ich glaube, es begann zunächst einmal mit den CCB-Düften, also Le Club de Créateurs de Beauté, falls ihr es kennt. Ich war ja mal so ein Junkie. Ich habe wirklich auch meine ganze Kosmetik dort immer bestellt. Damals war das Internet noch nicht so populär. Also ich hatte zwar auch irgendwann im Internet dann auch bestellt, aber ich fand diese einfach mal zum bestellen und so weiter, das fand ich damals total cool. Und dort fand ich eigentlich auch ziemlich vieles, was mir gefiel. Auch so bunte Lidschatten und solche Sachen. Und eben auch die Düfte. Und die sind so halt anders. Es ist einfach, die meisten Düfte, die ich am Anfang hatte, sind eben diese Mainstream-Düfte. Das sind alles Düfte, die wirklich, denen man fast gar nichts Böses anlasten kann, weil sie einfach alle nett sind. Sie sind da so zusammengemischt, dass sie möglichst vielen Leuten gefallen, dass sie einen möglichst sexy Flakon haben, damit sie möglichst vielen Leuten verkauft werden können. Und das zwar finde ich auch, wenn ich in die Parfümerie gehe, 1000 Düfte, die ich nett finde, aber es ist dann alles so ein bisschen charakterlos. Und es begann eben mit diesen Düften, die dann irgendwie so ein bisschen aus der Reihe tanzten. Also das sind Düfte, die nicht 95% allen Menschen irgendwie gefallen, so wie Blumen, sondern wirklich dann vielleicht 25% Liebhaber, wenn überhaupt, finden und darunter vielleicht 5% an so richtigen, oh, das ist mein Duft. Einfach, weil sie so Ecken und Kanten haben. Und dabei finde ich, diese sind noch nicht gar nicht mal so richtig hochwertig oder so. Also sie sind in Ordnung. Sie sind ja auch nicht billiger als die anderen Düfte. Also es ist ein bisschen schwierig. Und damals merkte ich einfach, dass mir das nicht so ganz zusagt, diese 0815-Düfte, die, wo man an jeder dritten Frau in der Stadt das Gleiche riecht und die einfach so allglatt sind. Und so habe ich mir auch, weil ich im Forum natürlich auch viel damals unterwegs war, irgendwann gesagt, Magi, wenn du die Möglichkeit hast, liest du dich so ein bisschen in die verschiedenen Dufttheorien ein, kannst dann vielleicht so ein paar Düfte schon einschränken und die orderst du dann bei Aus Liebe zum Duft. Das ist ja so ein Laden mit Nischendüften, dazu sage ich noch was am Ende, denn ich war dann auch ja in Paris und in London, dann in diesen Traditionshäusern. Und dort gab es dann eben diese ganzen Parfümeursdüfte, diese Nischendüfte, die dann mehrere hundert Euro pro Flakon kosten. Und das sind dann wirklich Düfte, die man liebt oder die man hasst. Die sind so charaktervoll und so facettenreich. Die verändern sich vor allen Dingen. Bei den Düften, die verändern sich zwar auch so ein bisschen, je nachdem auch was für eine Chemie man hat, aber die anderen Düfte, da merkst du wirklich nach, dass er sich entwickelt und dass er am Abend ganz anders riecht, als nachdem er aufgesprüht wurde. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Also da ein bisschen mehr Leidenschaft da rangehen und dann vielleicht den Duft finden. Aber das ist auch wirklich lang, ein langer, langer Weg. Und also wie gesagt, ich finde die Düfte nach wie vor ganz nett. Es gibt einige, die ich wirklich auch sehr regelmäßig benutze. Allerdings besprühe ich mich weder täglich und wenn, dann wirklich mit einem Sprüher. Irgendwann kam der Break und ich konnte das nicht mehr so wirklich an mir ab. Da hat mir wirklich schon gereicht, irgendwie so ein bisschen, ne, so vom Weiten irgendwo hingesprüht. Ich muss dazu sagen, ne, das ist hier die kleine Dose mit den Düften, die mir als Pröbchen, die ich nett fand. Die mir nicht gefielen, die hatte ich irgendwann mal kollektiv bei eBay eingestellt. Ja. So, ich dachte, ich zeige sie euch dann einfach mal reihum, was das für Düfte sind. Den habe ich gerade aus dem Karton geholt, denn der liegt schon seit vielen Jahren im Karton in einer Dose drin, weil ich mir diesen Duft, als er herauskam, gekauft habe und gleichzeitig noch so ein Parfümduft, also so ein Parfümöl, das dann irgendwie diesen Originalen nachempfunden wurde. Und das habe ich dann immer im Bad stehen gehabt und kam gar nicht dazu, das hier zu benutzen. Ich mag den Duft, also so dieser Charakter, das ist so ein sehr, ja, so ein leicht pudriger, dieses Stechende, das mag ich immer sehr gern, dieses frisch Stechende, aber ist trotzdem so abgerundet,
begründet, dass das irgendwie stimmig ist. Und ich finde auch den Flakon sehr schön, aber wie gesagt, ich habe ihn ewig nicht benutzt. Ich dachte jetzt, er ist zwar nicht gekippt, aber ich dachte, es ist jetzt echt auch zu spät, den bei eBay einzustellen, weil wer weiß, ob bei den Leuten dann, die ihn dann kaufen würden, nicht in innerhalb einer Woche dann kippt. Habe ich jetzt überlegt, ihn auch wirklich jetzt wieder zu benutzen. Ihr seht, da ist das, was hier raus ist, ist wirklich verdunstet. Na? Das ist hier ein besonderer Duft für mich. Das war nämlich ein Duft, den mir Schmu schenkte. Das war so, glaube ich, da waren wir ein halbes Jahr zusammen. Und die Leute, die uns kennen, die wissen somit, wie steinalt dieses Parfum ist. Ich habe ihn häufig benutzt und irgendwann, wo er immer leerer wurde, habe ich dann einfach aufgehört. Und ich benutze den immer, wenn wir dann einen besonderen Anlass mit Schmu haben. Wenn ich diesen Duft rieche, denke ich sofort an Schmu. Und das ist natürlich was ganz, ganz Tolles, sodass ich diesen Duft auch auf jeden Fall nachkaufen werde. Aber so in gemäßigter Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass er auch nicht geht. Ich denke, das ist ein Duft, den kennt ihr alle, oder? Also das ist auch so ein bisschen stechend, aber ein bisschen blumiger als jetzt der Sarah Jessica Parker. Ich komme nochmal hier zu dem Duft. Das war, glaube ich, ich habe den mal geschenkt bekommen mit irgendwas. Und der gefiel mir eigentlich gar nicht schlecht, denn die anderen Jennifer Lopez Parfums, das ist so eine Tragödie. Das erste, was sie hatte, J.Lo, hatte ich mir mal damals draufgesprüht und hatte ein Videoabend mit meinem besten Freund. Und ich dachte so, boah, ey, Michi, was stinkst du so? Also ich dachte so, ey, sag mal, hast du dich nach Arbeit nicht umgezogen? Und irgendwann kam ich darauf, dass das der stinkende scheiß J.Lo-Duft war. Aber der hier ist sehr nett. Auch hier wieder einmal recht blumig, nur ein bisschen stechend, aber sehr, sehr leicht und flüchtig. Also ich finde, das ist so ein richtig, wenn ich das so sagen darf, recht minderwertiger Duft. Aber er riecht ganz nett. Also es muss ja nicht immer hochwertig sein, um nett zu riechen, nicht wahr? Noch mehr Mainstream, hier, das war mein Teenie-Duft. Hier, leerer Flakon hatte ich auch noch in der Dose drin. Das war der einzige, den ich leer bekommen habe. Das war aber auch einer, den ich damals mit einer Freundin, sie hatte so eine Miniatur und dann saßen wir da immer bei ihr und so, lass mich riechen, lass mich riechen. Also das ist dann auch so etwas, was mit vielen Erinnerungen verbunden ist. Ein Klassiker kann man inzwischen, glaube ich, fast sagen. Vielleicht nicht die ältere Generation, aber sicher kennt ihr den alle. Also es ist einfach so ein Universalduft, wie ich finde. Also das ist so richtig, ne, so, der kann niemandem missfallen, finde ich. Also so richtig, so bäh, bäh, bäh. Und da habe ich mir dann irgendwann dieses Doppelding hier gekauft. Da sind jeweils 12,5 Milliliter und hier ist dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, Red irgendwas. Den habe ich auch sehr, sehr selten benutzt. Das ist ja eher so ein schwerer, würziger Duft, so zimtig. Und den hat früher meine beste Freundin im Winter immer getragen, sodass das auch immer irgendwie mit Erinnerungen verbunden ist, was ich sehr, sehr wichtig finde jetzt auch bei Düften. Hier seht ihr vielleicht schon vom Weiten mein J'adore. Also liebe Grüße an Erna. Ich nenne ihn sogar mein J'adore. Ich meine natürlich J'adore von Dior. Das war ein Duft, der ist auch schon steinalt, ewig in meinem Besitz. Ich hatte mal einen Gutschein übrig, als ich mich noch überhaupt nicht für Kosmetik interessierte und stand dann da vor den Regalen und wusste nicht, wofür ich ihn einlösen soll. Hab dann herumgeschnuppert und hab mir gedacht, ich nehme auch mal was Schweres für vielleicht ein bisschen andere Anlässe. Und ist auch inzwischen, denke ich, ein recht bekannter Duft, sodass man da gar nicht viel zu sagen braucht. Ich benutze ihn sehr, sehr selten. Er ist mir einfach vom Charakter her doch ein bisschen zu schwer und es fehlt mir irgendwas. Aber ich finde, er ist sehr schön, also in sich selbst sehr harmonisch. Also wenn ich ihn verwende, dann wirklich, irgendwie abends, wenn dann mal irgendwie so, ne? So für den Alltag wäre das einfach nichts für mich. Also apropos schwer, komme ich direkt mal zu dem hier. Das sind meine, diese CCB-Parfums, die ich sagte. Ich habe hier einige mehr. Ich war damals so ein richtiger Junk. Also ich habe mir dann bei eBay sogar ein paar geholt, die es nicht mehr gab. Einfach, weil ich die gesammelt habe. Also vom Le Club de Créateurs de Beauté. Also hier auch, ich muss den mal riechen, wie ist denn der? Also es war, also die waren alle irgendwie nicht mein Geschmack. Teilweise sogar fand ich die richtig widerlich. Aber wie gesagt, war das der Anfang des Übels, dass ich sagte, Mensch, da geht's noch mehr als jeder mal Everybody's Darling Düfte. Und der hier ist auch, boah, das ist so eine richtige Zuckerbombe, könnte man sagen. Also wenn da irgendwelche Früchte sind, dann kann ich die nicht einmal identifizieren. Das ist einer von diesen ein bisschen Kaugummi-Düften, die aber schon so ein bisschen Weiblichkeit haben. Sehr schwer, also enorm schwer. Nein, nicht schwer wie Moschus, sondern einfach extrem zuckersüß, ein bisschen zäh und eben dieses... Ich suche ehrlich gesagt auch wirklich einen Duft. Ich rieche den manchmal an Frauen. Ich könnte mir glatt vorstellen, dass das Bodylotion nicht mal Parfum ist. Der dieses...
dieses Zuckerwattige hat. Ich rieche das dann immer an sehr vielen Frauen, aber ich weiß nie, was das für ein Duft ist. Ist wahrscheinlich ein aktuell recht populärer Duft oder so. Ich weiß es nicht. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren, auch was das vielleicht für eine Nuance ist, die das ausmachen. Den trage ich. Ja, also wirklich sehr selten. Und wenn, dann habe ich richtig gute Laune, wenn ich den nehme. Habe ich so ein bisschen Selbstbewusstsein, auch wie ein Bonbon zu riechen. Ach, hier ist mir einer umgekippt. Den hatte ich jetzt hier gar nicht stehen. Escada Sentiment, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Der hat so eine Herzform. Und das ist auch so ein Süßer. Also, der ist anders süß als der andere. Der geht mehr, der geht vielleicht sogar mehr in Richtung Zucker, wo der andere eher so zu, weiß ich nicht, anderen Süßigkeiten geht. Und den trage ich immer total gerne, wenn ich so ziemlich pinklastig gekleidet bin. Also mag ich gern, habe ich schon auch ewig, ewig. Und da es den nicht mehr nachzukaufen gibt, ich weiß nicht, ob ich ihn mir nachkaufen würde. Ich denke, süße Düfte gibt es andere, die ich auch mal probieren möchte. Und weiter mit CCB, hier habe ich, wie ihr seht, hier zwei. Ich habe den hier irgendwann mal geschenkt bekommen. Ich hatte auch noch den grünen und den pinken. Die gab es noch. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich shoppe da gar nicht mehr. Und das war allerdings der einzige, an dem ich so ein bisschen hing. Die zwei anderen hatte ich dann damals bei eBay wieder verkauft. Oder ich glaube sogar einmal zurückgeschickt, wenn ich mich nicht irre. Ja, und auch der ist total süß, sehr fruchtig süß. Also so, ich kann jetzt gar nicht, ich glaube, da sind auch sicherlich ein paar Beeren drin. Und aber jetzt ohne irgendeine blumige Leichtigkeit, finde ich. Wenn dann Blumen, dann so richtig auch diese Zucker-Zucker-Süßen. Allerdings ist er nicht so kräftig wie die anderen da. Also das ist eher so wirklich so ein Lolli. Also ja, ich mag das gelegentlich. Und ja, das sind dann schon, ja, erstmal zu dem. Ich glaube, dem hier gibt es nicht mehr. Da Esprit hatte mal ja auch solche Düfte. Ich habe hier noch so einen anderen Esprit-Duft, den ich nicht benutze. Den hier, ja, weiß nicht, den habe ich mal bei eBay gekauft, war es als so ein kleines Geschenk, einfach mal zum Testen. Das ist allerdings aber wirklich, das ist auch so ein Duft, wo man, also wo ich persönlich sage, ja, boah, ey, da will man echt, ich sag's lieber nicht, egal. Also das ist dann so schlecht riechend, dass, nein, nicht schlecht, sondern es ist so langweilig, dass ich mich, also es wäre mir echt langweilig, dann lieber keinen Duft, dann rieche ich lieber nach mir selbst. Und aber der hier, ich bin so ein großer Fan von einerseits Maiglöckchen, andererseits Flieder. Ich habe früher, glaube ich, bestimmt 3, 4 Flaschen von diesem Yves Rocher Flieder Duft verbraucht. Das war so mein erster eigener Duft, glaube ich, dieser Flieder. Oh. Aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, nach nur einer Blume zu riechen. Das fand ich dann auch ein bisschen langweilig. Und der hier hatte schon so ein paar Maiglöckchen-Nuancen. Und den gibt es ja nicht mehr. Der hat auch so einen leicht stechenden, also geht auch eher ins Frische, hat aber dieses trotzdem dieses Süßliche, dieses Maiglöckchens. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Ich habe damals, habe ich wirklich auch, war ich sehr traurig, als der rausging. Inzwischen muss ich aber sagen, glaube ich nicht, dass ich den nachkaufen würde. Und zu guter Letzt dann doch noch mein Lieblingsduft. Maybe Baby von Benefit. Also der ist auch schon sehr alt. Das ist dann wenigstens einer, ich glaube, das war damals wirklich, als ich den kaufte, war das der einzige Duft, den Benefit hatte. Danach riechen auch ein paar Produkte von denen. Und die haben ja inzwischen doch viele andere. Aber das ist so wirklich so ein Duft, das erste Mal, wo ich sagte, ja, damit fühle ich mich wohl, damit verbinde ich mich selbst und nicht irgendeine Situation. Hat einfach so diese Nuancen, die ich mag. Ich will gar nicht sagen, dass er richtig irgendwie großartig ist, der Duft, aber so für den Alltag fühle ich mich damit halt wirklich sehr wohl. Also was ich daran mag, ist einerseits dieses Babypuderartige, also dieses Softe, dass man fast schon die Watte sieht. Ich glaube, so wenn man so Yankee Candles oder so Fresh Cotton oder so in die Richtung, allerdings mit vielen süßen Facetten, also schon so ein bisschen fruchtig und blumig und dazu dieser stechende Obergeruch. Was dieses Stechende mag ich einfach halt auch ein bisschen gern, weil das frisch bleibt, nicht so schwer ist. Und ich bin allerdings auch niemand, der wirklich diesen Sommer-Winter-Unterschied macht, muss ich sagen. Also es ist immer eher so tagsüber oder abends ist dann bei mir eher. Also abends dann kann es ruhig ein bisschen schwerer sein, ein bisschen süßer. Tagsüber dann halt sowas, unabhängig von der Jahreszeit. Also wenn ihr wirklich auch solche Düfte mögt, also so ein bisschen blumig wie das, wenn ihr einige hier so ein bisschen wiederentdeckt, dass ihr sie auch mögt,
aber dann vielleicht noch ein paar Tipps habt, sehr, sehr gerne. Allerdings, jetzt komme ich mal zum endlichen Punkt dieses Videos. Ich habe ja erwähnt, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, mich einzulesen, herauszufinden, welche Nischendüfte vielleicht für mich in Frage kämen und dann vielleicht bei Wuxer zu bestellen, aus Liebe zum Duft. Und ich bin nie dazu gekommen und irgendwann fand ich eine E-Mail in meinem Postfach. Darum habe ich jetzt auch so lange gebraucht, dieses Video zu drehen, weil ich so viel Ehrfurcht habe. Man bot mir an, also Prübchen zuzuschicken und dass ich sie dann mal testen kann und dann ein bisschen beschreibe. Und das war für mich einfach auch eine große Ehre und eine Freude, weil ich hätte das wahrscheinlich nie so auf dem blauen Dunst gekauft. Ich müsste mich ja erst so einarbeiten. Aber jetzt unter diesen Düften, die fünf, die ich zuerst bekommen habe, das sind Bois 1920, wie auch immer, Kimono, ich weiß nicht, Kostüm Scent Gloss, wenn ich mich nicht irre, Bond Number 9 Bryant Park und Bond Number 9 Andy Warhol und dann nochmal Bois 1920 Da Vanilla. Also unter diesen Düften gibt es zwei, die mir sehr gut gefallen, allerdings noch nicht genug verzaubert haben, sodass ich sagen würde, ich brauche diese 150 Euro Flasche so, ne, bombermäßig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie kosten. Ich werde diese Details nämlich auf den Blog packen. Zwei, die ich richtig schrecklich finde. Aber das macht es ja aus. Also das ist gerade dieser Reiz, der mir daran gefällt, dass es da eben Facettendüfte gibt, Charakterdüfte. Was ich einfach in der Parfümerie echt wirklich so ein bisschen, ja, es langweilt mich ein bisschen. Also, ja, verzaubert mich nicht genug. Ich liebe Flakons, ich liebe diese bunten, schönen, ne, wenn sie so schön hergemacht sind. Da sind die Düfte sind wirklich alle okay und nett. Und da gibt es wirklich ein paar sehr schöne Düfte, in denen ich mich einfach noch nicht so recht wiedergefunden habe. Aber es gibt halt auch sehr viel langweilige Gendüfte. Dazu zähle ich auch das hier. Das muss man einfach mögen. Das ist halt so wie Coca-Cola, würde ich sagen. Das ist die Popmusik in der Musikwelt und das sind die Indie-Songs, würde ich sagen. Ne, wenn wer sich damit irgendwie nicht beschäftigt. Ich bin auch ein absoluter Anfänger, aber ich denke, ich persönlich glaube, ich kann daran Spaß haben, mich so ein bisschen da reinzufriemeln und das ist auch eine Sache, das kann man nicht, das muss man lernen. Also sowohl das Schnuppern, das so ein bisschen unterscheiden, sich damit zu beschäftigen und vor allem in Worte zu fassen, wie man diese Düfte erlebt, denn sie kommen ja letztendlich an jedem ein bisschen anders heraus und es freut mich einfach, dass ich die Möglichkeit habe, das auszuprobieren. Inzwischen habe ich 5 weitere Prübchen bekommen. Die werde ich dann einfach ein anderes Mal vorstellen. Ich denke, ich werde es erstmal so machen, dass ich alle 5 in einem Blogpost einmal ankratze. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn Nischendufte-Junkies unter euch vielleicht mir dann auch so ein bisschen eine Stütze sind. Also diejenigen, die vielleicht sehr viel Erfahrung haben, da vielleicht das ein oder andere anmerken, vielleicht was fehlt in diesen Duftbeschreibungen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mit den Jahren vielleicht das ein bisschen hinbekomme. Das den einen oder anderen Duft dann so zu beschreiben, dass ihr auch damit etwas anfangen könnt. Aber das muss auch eben erst gelernt sein. Ich werde aber jetzt meine Favoriten daraus dann auf dem Blog vorstellen. Die 5 anderen kommen dann halt nächstes Mal. Und das war ein super langes Video. Ich danke euch für die Geduld, dass ihr euch auch mit diesem langweiligen Bild hier zurechtgefunden habt. Also einerseits würde ich sehr, sehr gerne mit den Nischenduft-Junkies so ein bisschen vielleicht so einen kleinen Plausch wagen. Und all in diejenigen, die jetzt eher einfach nur, es ist eben nur ein Duft für mich, würde ich gerne wissen, was war euer Teenie-Duft? Also worin wart ihr verliebt, als ihr euch noch eigentlich keine 30 Euro Flasche leisten konntet? Welchen Duft habt ihr hinterhergehechelt? Ich bedanke mich dabei Sarah, dass sie das neulich erwähnt hat. Da ging es nämlich um Sun Moon Stars von Karl Lagerfeld, wenn ich mich nicht irre. Sie beschrieb den nämlich als diesen, ich will den haben, Duft. Und dann stiegen da ganz viele auf dem, ganz viele, ich glaube 2 Personen. Ist schon gut, ne? Also wenn man auf einen Duft einsteigt und sagt, ja, das weiß ich noch, Sun Moon Stars, oh mein Gott. Und ich denke, da hat jeder vielleicht so diesen Duft, den er vielleicht heute nicht mehr mag, aber da einfach sehr viel mit dann eben mit vielleicht mit den Jahren um 13, 14 verbindet. Würde mich sehr interessieren, was das bei euch war. Und vielleicht schreibt ihr dann ungefähr euer Alter dazu, damit das auch so ein bisschen Sinn ergibt. Danke für eure Geduld. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Also wie gesagt, Nischen-Junkies, euer Teenie-Parfum. Und dann würde mich auch noch interessieren, falls ihr auch so dieses pudrig, stechend, süßlich, fruchtige mögt, ob ihr da vielleicht auch ein paar Empfehlungen habt. Vielen Dank. Zum nächsten Mal. Tschüss.